Und schon wieder zurück bei Conan Exiles und immer noch leider mit einer enormen Grippe geplagt. Das wird sie wohl auch noch ein ganzes Weilchen hinziehen. Nun ja, sei es drum. Ihr habt schon gesehen, ich habe Panther mitgenommen und ich bin anders ausgerüstet. Das hat zwei Gründe. Ich habe den Plan ein bisschen über den Haufen geworfen. Übrigens nochmal vielen Dank für den Kommentar an die bezüglich der Obelisken der Riesenkönige, dass damit ja gar nicht die Reiseobelisken gemeint sind, sondern die Steine von denen, wo das Wissen verbreitet wird. Ja, und dafür werden wir mehr Zeit brauchen, genauso wie für den Avatar eines Gottes beschwören. Ich habe da mal ein bisschen nachgelesen, was man denn da genau tun muss und die... Also die Herausforderungen dafür sind doch mannigfaltig, formulieren wir es einfach mal so. Ja, es ist nicht so leicht, aber es soll ja auch gar nicht so leicht sein. Das ist also gut, dass es nicht so leicht ist, denn man muss nicht nur einen Stufe 3 Schrein haben, an dem man dann das entsprechende Ding herstellt, mit dem man den Gott beschwören kann, sondern man braucht auch einen Priester. Und die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wo findet man einen Stufe 3 Jebal Zak Priester? Ich bin da aktuell noch ein bisschen überfragt. Ich werde mich da auch mal informieren, wo man einen herbekommt, und dann muss ich ihn nur noch irgendwie konvertieren und. Also da müssen wir noch einiges machen, bevor wir einen Gott beschwören können. Die lemurianischen Wissenssteine, das ist auch noch eine Sache, die wird ein bisschen länger dauern, genauso wie alle Obelisken der Riesenkönige finden. Und ich weiß jetzt schon, dass in dem Journal, also in der Reise oben, dass wir da auch noch die Aufgabe haben, alle Orte zu entdecken. Und das ist dann quasi die Lebensaufgabe, der wir uns widmen müssen. Das wird also nochmal eine ganze Weile dauern. Was ich jetzt heute machen möchte, einfach mal so als Zwischenspiel, weil es mir eben auch wieder aufgefallen ist, beziehungsweise auch nochmal gesagt wurde. Und weil ich das bisher halt komplett ignoriert habe. Es gibt da drei verschiedene... Oh, ich müsste mal was essen und was trinken. Es gibt da fünf verschiedene Kreaturen, die ich noch nicht in meinem Besitz habe. Darunter unter anderem ein Kamel und noch ein anderes Ding, das ich jetzt vergessen habe. Wir finden es raus, wenn wir da sind. Beide finden wir hier an diesem Lager. Und deswegen würde ich gerne nochmal zu diesem Lager zurückgehen und gucken, dass wir diese Händlerin nochmal finden. Die stand ja da oben, ne? Da hatten wir ja schon mal einmal waren wir dort und waren auch bei ihr oben, aber konnten nichts kaufen, weil wir kein Geld dabei hatten. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe einfach den Tempelschatz, den wir im Tempel von Seth geklaut haben, in Goldmünzen und Silbermünzen umgewandelt, in der Hoffnung, dass das ausreichend ist. Und da ist ja auch schon, ne? Oh mein Gott, ich muss mir das abgewöhnen. Das ist ja furchtbar, dieses... Nö. Oh Gott. Es tut mir so leid. Ja, da ist ja auch schon ihr Lager. Oh mein Gott, es ist... Die Stimme ist auch noch nicht so ganz... Ich gebe mein Bestes, wieder gesund zu werden. Lustigerweise ist ja meistens dann die Zeit, in der man krank ist, die Zeit, in der man am besten aufnehmen kann, weil man endlich mal Ruhe hat und auch in Ruhe vor sich hin aufnehmen kann. Trotzdem sind gestern tatsächlich dann zwei Folgen ausgefallen. Nicht von Conan Exiles, aber von anderen Let's Plays. Und da merke ich dann auch schon wieder, vor allen Dingen, was mich unfassbar nervt, ist die Internetleitung. Die ist so fluktuativ, nein, so nennt man das nicht. Also die Leistung fluktuiert stark und drastisch. Moment, es gab noch einen Händler und der war hier irgendwo. Das würde ich jetzt gerne nochmal gerade kurz vorher ausprobieren. Da, Urik, der Meisterbändiger. You need something, Exile? Ja, genau. Hier kann man einen Kamelkalb für 10 Goldmünzen kaufen. Und reden möchte er nicht mit uns. Wir kaufen einen Kamelkalb. Wir haben ja genug Goldmünzen mit dabei. Genau das wollte ich nämlich, Kamel. So, und jetzt werden wir da drin noch nachschauen, denn da stand ja auch noch eine Händlerin. Und ich bin mir, glaube ich, sogar ziemlich sicher, wo sie stand. Aua. Denn sie stand auch irgendwo auf so einem Gerüst herum, wo man dann hochlatschen musste. Und die hat noch was anderes verkauft. Ich weiß noch nicht mehr genau, was es war. Ja, jedenfalls, die Internetleitung ist so massiv eingebrochen und so schlecht und ich verstehe nicht, woran es liegt. Das heißt nicht nur, dass ich einfach auch, ja, das Aufnehmen mehr oder weniger Aua, verdammt noch, was ist denn los? Nicht nur, dass ich das Aufnehmen mehr oder weniger verschlafen habe, einfach weil, ja, Körper holt sich, was Körper braucht. Nein, habe mich dann auch noch hingesetzt und habe versucht, das Ganze hochzuladen und dann hat er mir gesagt, naja gut, für eine Datei, für die ich normalerweise... Ja, so um die 50 Minuten zum Hochladen gebraucht habe, also schon eine sehr kleine Datei, hatte auf einmal über 3 Stunden gebraucht. Und egal wie oft ich das Internet neu gestartet habe, es hat nichts gebraucht. Oh, warte mal.
Diese Banner hier, die konnte man doch auch immer lernen, oder? Ja, drücke E zum Interagieren. Jetzt haben wir die Wüstenhunde-Banner gelernt. Oh, was haben wir denn hier? Ich bin mir fast sicher, dass wir einen Priester von Jebal Zak eventuell hier bei den Leuten finden. Weil wo sonst sollte er rumlaufen, wenn nicht hier? Die Frage ist nur, wir müssen halt einen Hohepriester finden. Und das wird dann schon wieder eine bisschen schwierigere Aufgabe, weil nur ein Hohepriester, also ein ganz hochstehender Priester, ist dazu in der Lage, dann auch dieses Ding herzustellen, mit dem man dann tatsächlich diesen göttlichen Avatar beschwören kann. Bin wirklich gespannt darauf. Was passiert, wenn wir den Avatar beschwören? Oh, ach nee. Schauna, die Seltsame. Steinnasen waren's. Dann kaufen wir uns auch noch ein Steinnasenei. Reden will sie mit uns auch nicht. Ja, ich komme wieder, wenn ich überlebe. Jetzt haben wir ein Kamel und einmal ein Steinnasenei. Ich glaube, beides können wir in dem Käfig, den wir haben, ausbrüten. Bin mir nicht so ganz sicher, aber ich werde es einfach mal beides versuchen. Ich bin mir nicht sicher, was die beiden essen. Das Kamel wird wahrscheinlich irgendwas Vegetarisches essen. Wie willst du aber ein Ei füttern? Willst du dem Ei jetzt einfach so ein Stück Fleisch vor die Schnute werfen? Wäre eine Möglichkeit. Das hier kennen wir schon, ne? Das hat man schon gesehen. Das war dieser Tanz, den sie aufführen. Kadaver, Kadaver. Ja, die Frage ist, wo kriege ich Priester? Wo kriege ich Priester dieser Religion? Elixir of Ingestion? Increased Survivability. Oh, das ist für Überlebenskunst. Ich verstehe. Ja gut, sowas sollten wir übrigens auch mal wieder haben. Wir haben ja schon die Körperbemalung für Überleben. Jetzt ist nur noch die Sache, wir können das Ganze auch noch durch Tränke stärken. Durch die Tränke müssen wir uns auch noch durchkosten. Es gibt die ganzen... Da oben stehen noch einer. Es gibt den Gelb-Lotus-Trank, haben wir ja letzte Folge ausprobiert. Es gibt aber noch die ganzen anderen Lotusblütentränke, weil es gibt ja viele verschiedene Farben von Lotusblütentränken. Und alle haben irgendwie auch eine andere Bewandtnis und eine andere Wirkung. Bist du ein Priester? Da! Okay, aber das ist, glaube ich, nur ein ganz normaler Priester gewesen. Weil ich glaube, bei den ganz Hohen würde dann auch dabei stehen, hohe Priester. Makellos. Ui, ui. Gar nicht mal so schlecht, die Ausrüstung, die die hier dabei haben. Ja gut, dann weiß ich schon, dass ich ab und zu mal hier vorbeikommen muss, um Ausschau zu halten, ob hier sich einer von diesen Priestern rumtreibt. Denn so einen werde ich dann auf jeden Fall mitschleppen müssen. Die Sache ist nur die, dann muss ich hier unten auf jeden Fall irgendwo auch ein Rad der Schmerzen aufstellen, weil die da hochzuschleppen, das halte ich für absurd. Das halte ich für rundherum absurd. Mal gucken. Weiß es nicht. Uah, Stacheln. So, jetzt haben wir die beiden Sachen gekauft. Die Sache ist die, ich weiß, es gibt noch drei weitere Begleiter, die man sich quasi dazu holen kann. Ich glaube, das Kamel ist ein Begleiter, das hauptsächlich dazu da ist, zu tragen. Das kann also, glaube ich, deutlich mehr tragen als zum Beispiel so ein Panther. Was auch immer es für ein Panther ist. Weiß, schwarz, egal. Unter anderem deswegen würde ich nämlich gerne jetzt das Kamel auch haben. Das hat die Bewandtnis. Da, Jebal Zak Priester, hier oben steht auch einer rum. Ich werde mich gleich tot ärgern, wenn ich hier einen Hohepriester finde und keine Sachen zum Konvertieren dabei habe. Also, wenn ich sage zum Konvertieren, dann meine ich einen Knüppel, um ihn bewusstlos zu schlagen. Ja. Der Grund, warum ich gerne das Kamel holen wollte, bevor ich jetzt irgendwie weitermache, ist, dass ich natürlich die ganzen Sachen vom Haus am See jetzt auch in die Festung, in die Yamatai-Festung bringen würde. Weil ich hatte ja gesagt, wir ziehen um und machen das dann auch... Hier müsste auch noch ein Priester sein. Und machen das dann auch richtig. Gerber. Und Bogenschütze. Ja gut, kein Priester. Was sagt sie? Nix. Fettrauben. Oh, lecker. Ja, ich würde die ganzen Sachen gerne rüberbringen. Und ich hoffe wirklich, dass das Kamel dabei hilft, dass diese Angelegenheit vielleicht ein bisschen leichter wird. Denn meine Hoffnung ist tatsächlich, dass das Kamel viel, viel mehr tragen kann. Und ich so auch, weil wir haben so viel Mist, so unfassbar viel Mist in unserem Haus am See mittlerweile. Das ist nicht mehr normal. Ja, das ist, mittlerweile hat sich da so viel angestaut und so viel angesammelt. Muss ich nur gucken, wie ich am besten wieder zurückkomme. Ich glaube, ich gehe viel, warte mal. Ich mache mal einen ganz kleinen Umweg. Und vielleicht finden wir ja den weißen Tiger noch. Ne, es tut mir leid. Ihr erinnert euch an den weißen Tiger, der unseren letzten Panther umgebracht hat.
und vor dem wir dann auch geflüchtet sind, weil ich nichts zum Heilen mit dabei hatte. Die Rüstung ist jetzt nochmal stärker als vorher, glaube ich. Wir haben einen ausgeruhten Panther mit dabei. Und vor allen Dingen habe ich eine bessere Waffe als letztes Mal. Das heißt, unsere Chancen gegen den weißen Tiger anzukommen könnten jetzt doch einigermaßen höher sein als vorher. Und der hatte, glaube ich, auch eine von diesen Truhen, die man mit Dietrichen öffnen muss, bei sich. Also neben sich stehen irgendwo. Müssen wir mal schauen. Jedenfalls, es gibt noch drei weitere Begleiter und die würde ich auch gerne holen. Und dafür braucht man dann, glaube ich, auch jeweils 10 Goldstücke. Aber dann haben wir von jedem der Begleiter, die man bis hierhin bekommen kann, haben wir dann auch ein entsprechendes Pendant bei uns zu Hause rumstehen. Ich glaube, eine Spinne gab es noch. Und dann hört es auch schon auf mit meinem Wissen. Ja, auf jeden Fall eine Spinne gab es noch und noch zwei andere Sachen. Bin mir nicht mehr genau sicher, was es jetzt genau war, aber wir werden es rausfinden. Ich habe auch schon eine Ahnung, wo ich die finden kann. Das wird allerdings wieder eine längere Reise werden. Und ich habe wirklich Hoffnung, dass ich es dann auch sehe. Weil, so wie es mir gesagt wurde, war ich wohl schon mal sehr in der Nähe. Und habe da auch noch was anderes vergessen, was ich dann eventuell auch nochmal nachholen könnte und mitnehmen. Denn die müssten irgendwo im Dschungel sein. Zumindest wurde es mir so gesagt. Dann werde ich vielleicht aber auch nochmal direkt nachgucken, dass wir sie auch wirklich finden können. Denn das ist ja, da würde es raufgehen und hier oben lief irgendwo der weiße Tiger rum. Der Tiger. Das wäre nämlich dann auch mein Ziel. Ich habe übrigens die ganzen Tiere, hatte ja davon erzählt, hatte ja ganz, ganz, ganz viele Tiere in den Mahlblock reingepackt, also in diesen Mühlstein. Ja, und das ein oder andere von ihnen hat leider das Zeitliche gesegnet. Huch! Ja, du bist kein Gegner, mein Freund, aber da hinten müsste irgendwo eine weiße Variante von dir sein. Ich hatte die ja alle in den Mahlblock reingepackt und es hat sich herausgestellt, dass das keine... Oh, Elefantenkinder? Oh, warte mal. Kann ich die mitnehmen oder kann man die nur töten? Kann ich Elefanten zähmen? Ja, ja, ja. Komm her. Ich hab Elefanten. Oh mein Gott. Okay, das muss ich... Das hat sich sehr gelohnt, hier hinzukommen. Ich wusste gar nicht, dass man Elefanten auch mitnehmen kann. Ich wusste, dass man Rhinos mitnehmen kann, aber dass das mit Elefanten auch funktioniert. Das war mir dann doch sehr neu. Bin ich vor Glück, bin ich hier komplett aus der Fassung geraten. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich weiß es nicht mehr, aber es hat bestimmt irgendeinen Sinn gemacht. Da ist er. Ist es Zeit für Rache Panther 3 oder werden wir bald Panther 4 begrüßen müssen? Man weiß es nicht. Oh, wer greift uns an? Niemand. Okay. Eventuell werden wir bald Panther 4 begrüßen müssen. Ich hoffe aber nicht. Ich hoffe das Beste. Guten Tag. Oh, guck dir mal an, wie viele Lebenspunkte der hat. Oh. Ja, widme dich mal bitte Panther. Das ist eine gute Idee. Oh, nein, das ist keine gute Idee. Guck mal, wie schnell Panther Lebenspunkte verliert. Na gut, wir wissen, wo wir weitere mächtige Panther herbekommen. Wir müssen nur ganz, ganz viele von ihnen sammeln. Wir haben auch noch ein paar mächtige Wölfe, glaube ich. Die hatte ich nämlich... Ah, das hatte ich erzählt. Ich hatte die ja in den Mühlstein gepackt. Und da sind ja einige von ihnen draufgegangen. Also habe ich dann irgendwann entschieden, dass ich sie lieber alle mal aus dem Mühlstein raushole. Denn ansonsten wären sie da nach und nach alle verreckt. Und das wäre ehrlich gesagt zu schade gewesen, denn ich hatte sehr viel Mühe, diese Tiere alle einzusammeln und großzuziehen. Und da waren ja durchaus auch ein paar Mächtige mit dabei. Wölfe und Säbelzahntiger und so weiter und so fort. Bär fehlt uns, glaube ich, auch noch. Und deswegen habe ich die allesamt einfach mal zum Bauernhof gebracht und habe die vor dem Bauernhof aufgestellt. Wenn wir das nächste Mal am Bauernhof sind, dann zeige ich euch mal die Parade der wehrfähigen Tiere. Es sieht ein bisschen skurril aus, das muss ich zugeben. Aber sie stehen da mittlerweile und wenn sie einmal draußen stehen, ne, ich hatte ja das Hungersystem ausgeschaltet für die Begleiter, weil ich einfach auch nicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht regelmäßig zur Burg zurücklaufen würde, die wir im Flussland aufgestellt haben, dann würde das halt darin enden, dass unsere ganzen Thralls, unsere ganzen Sklaven und Tiere vor Ort alle nach und nach verhungern. Das fände ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd und deswegen habe ich das Hungersystem ausgestellt. Das bedeutet, die Tiere können da jetzt auch getrost vor dem Bauernhof rumlungern und ich muss mir keine Sorgen mehr darum machen, dass sie irgendwie innerhalb des Mahlsteins verrecken. Da habe ich jetzt mittlerweile schon genug Leichen rumliegen in der Kiste.
Da müssen nicht noch mehr dazukommen. Das ist nicht gut. Aua, aua. Aber guck mal, wir schaffen das doch mittlerweile. Ja, mittlerweile schaffen wir. Also ich glaube, Panther wird zwar einiges einstecken müssen, aber wir werden das hinkriegen. Da bin ich überzeugt. Und dann haben wir endlich unsere Rache am weißen Tiger genommen. Hüps. Und eventuell kann ich ja sogar einen Kopf von ihm mitnehmen. Ich bin mir gar nicht sicher. Jawohl. Das war's, mein Freund. Das war's. Kadaver tot. Jetzt direkt mal hier. Leider kein Kopf, aber immerhin ein Dietrich. So, wo ist seine Kiste? Das ist die andere Frage. Er stand hier in der Ecke rum. Ich vermute also mal, dass seine Kiste sich auch hier irgendwo befinden wird. Und war das da hinten ein kleiner Tiger oder war das ein großer Tiger? Hier ist keine Kiste. Das ist immer das... Dann die Kisten von denen zu finden, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Das Monster selbst findet man relativ schnell. Aber die Kiste, die ist dann wieder irgendwo versteckt im Sand, halb vergraben. Ah, ich glaube, hier ist nix. Nee, hier ist nichts. Ach ja, das finden wir schon noch. Jedenfalls wird dann die nächste Folge eventuell ein kleiner Ausflug in den Dschungel werden. Und für Samstag... Also die Folge, die morgen kommt, die wird dann der Ausflug in den Dschungel. Und für Samstag bin ich tatsächlich dann auch wieder verabredet zum Conan Exiles spielen. Dann werden wir den Ausflug in den Vulkan machen. Das heißt, da werden wir auch noch ein kleines Abenteuer erleben können. Und ja, vielleicht kann ich heute, nee, also für euch gestern, für mich heute, vielleicht kann ich da im Stream auch schon mal ein bisschen was vorbereiten für das Beschwören des Avatars, obwohl ich da... Es wird viele, viele Stunden dauern. Oder hat der vielleicht gar keine Kiste? Kann das sein? Nee. Normalerweise haben die doch alle eine Kiste, oder? Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass ich es einfach nicht gesehen habe. Oder übersehen habe, weil ich hier auch... Ich kann mal gerade kurz die Steine wegmachen. Moment. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich glaube, ich mache jetzt gerade mal wirklich ein bisschen langsamer, weil ich auch merke, das bringt jetzt irgendwie nichts, sich hier mit Grippe hinzusetzen. Auch wenn ich einfach Bock drauf habe. Aber manchmal muss man ja dann doch auf seinen Körper hören und sagen, okay, ich schlafe, ich ruhe mich aus. Ich höre ungern auf meinen Körper. Das ist aber eine Eigenart und eine Unsitte, die ich schon sehr, sehr lange mit mir rumtrage. Ich akzeptiere eigentlich sehr ungern, dass ich krank bin oder irgendwas nicht machen kann. Sondern bin dann immer eher derjenige, der dann sagt, ach komm, ist doch nicht so schlecht, ich mach das jetzt einfach. Die Lungenentzündung, Quatsch. Geh jetzt erstmal auf den großen Wanderweg, weil ich da Bock drauf habe. Ist auch schon vorgekommen, dass ich... Ist zwar jetzt mittlerweile eine ganz lange Zeit her, aber es ist vorgekommen, dass ich tatsächlich eine leichte Lungenentzündung hatte. Wenn man aber so genervt war davon, dass ich nur zu Hause rumsitzen konnte, oder rumliegen, dass ich dann irgendwann, als es dann wieder einigermaßen ging, sofort wieder angefangen habe. Und damals habe ich noch regelmäßig... Warum schlage ich jetzt hier eigentlich die Steine? Das weiß ich nicht. Damals habe ich noch regelmäßig Lauftraining gemacht. Und bin dann raus in den Wald und bin laufen gegangen. Ja, was habe ich gemacht? Natürlich mit einer nicht ganz auskurierten Lungenentzündung. Erstmal schön raus in den Wald joggen gehen. Und das war das Ende vom Lied. Ende vom Lied war, ich lag schon wieder flach. Dann noch länger und war noch kränker. Ich finde hier keine Kiste von dem. Eventuell habe ich sie komplett übersehen, ich weiß es nicht. Sonst komme ich einfach nochmal wieder. Es wird ja auch nichts schaden, wenn wir ihn nochmal umbringen. Gibt es eigentlich so einen Elefantenkönig? Bestimmt irgendwo. In jedem Fall haben wir unsere Rache gehabt. Und das war mir das Wichtigste. Ach, guck mal da, da ist doch eine Truhe. Ach, ich bin so ein Idiot. Gut, dass ich hier nochmal die Augen offen gehalten habe. So, dann haben wir nicht nur unsere Rache gefunden, sondern auch die entsprechende Belohnung, nämlich Impuls. Was ist denn Impuls? Dieser Streitkolben wurde aus einem Metall geschmiedet, das jeder Beschreibung spottet. Er ist schwer und kann nur mit Mühe geschwungen werden. Trifft er jedoch auf einen Gegner, entwickelt er eine mörderische Wucht. Sein enormes Gewicht ist angesichts des Schadens, den er den Feinden zufügt, ein durchaus annehmbarer Nachteil. Ja, ist ganz nett, aber ist nicht besser als unser
als unser Teelitz Light. Ich glaube, es hieß Teelitz Light. Ist also nicht besser als das. Gut, dann mache ich mich jetzt mal eben auf den Rückweg, bringe mal gerade die Tiere zurück, weil die belasten unser Inventar doch drastisch. Und dann machen wir uns nächste Folge einfach nochmal auf den Weg in den Dschungel. Da können wir uns ja auch hin teleportieren. Wir haben jetzt unseren eigenen kleinen Kartenraum in der Eisfestung. Das Einzige, was wir dann nicht machen können, ist uns wieder zurück teleportieren. Das heißt, der Weg aus dem Dschungel. Wobei, wir haben ja im Dschungel diese Abkürzung, die durch diesen kleinen Tunnel führt, ins Eisland. Das heißt, das könnte eigentlich klappen. Jo, dann machen wir das so. Dann teleportieren wir uns dahin und auf dem Rückweg nehmen wir den Tunnel. Dann sollte der Weg auch nicht allzu weit sein. Und dann können wir die anderen Dinge, die wir kaufen können, also die anderen Tiere, die wir kaufen können, die können wir dann auch noch sehen. Gut, dann würde ich sagen, ich halte die Folge jetzt auch ganz bewusst mal ein bisschen kürzer. Oder ich sag mal, auf der Standardlänge, die ich eigentlich ursprünglich mal geplant hatte. Ja, ich laufe jetzt noch schnell nach Hause. Ich versuche es schon wieder zu strecken, ich weiß. Ich wollte noch dies machen und noch jenes machen. Und ich muss unbedingt gucken, dass wir diesen Schrein mit dem Hohepriester herbekommen. Das könnte ich eventuell, ja, das mache ich vielleicht aber auch offscreen, weil ganz ehrlich, da in dieses Lager reinlaufen und dauernd gucken, ob man irgendwie einen Priester finden kann, das ist wahrscheinlich auch nicht so spannend. Na gut, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann sind auch eventuell die Tiere, die wir jetzt mit dabei gehabt haben, oder jetzt mit dabei haben, schon ausgewachsen und wir können sie präsentieren. Ich bin gespannt auf das Kamel, bin ich wirklich gespannt drauf. Und ja, ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.